willkommen zu Video Nummer 9. Keine Sorge, das fängt nicht mit dem Sonnenuntergang an, sondern das ist schon so früh oder noch so früh, das ist der Sonnenaufgang. Jo, herzlich willkommen hier von Sizilien zum nächsten Video. Das wird heute ein Special-Video. Heute geht es nur um diesen riesigen Berg da im Hintergrund, den Ätna. Den wollen wir heute besuchen, befahren, vielleicht doch ein bisschen besteigen, mal gucken. Und dafür sind wir auch relativ früh aufgestanden, weil wir müssen jetzt erstmal zur ersten Bahnstation, zur Seilbahn und dann hoch. Sonja freut sich schon Loch im Bauch, dass wir wieder Seilbahn fahren. Aber wenn man mal hier ist, muss man den Ätna gesehen haben. Ja, wir haben recht gut übernachtet hier. Es ist nicht leise durch die Petrochemieanlagen da hinten, aber ja, einigermaßen. Okay, und irgendwo müssen ja auch die Sizilianer ihre Industrieanlagen hinbauen. Ne? Das ist natürlich nicht schön, aber von irgendwas müssen die Menschen ja hier auch leben. Ne? Da ist er. Hängt schon wieder eine ziemliche weiße Fahne oben über dem Gipfel. Ich bin echt mal gespannt. So, auf geht's. Mega beeindruckend. Wow. Absoluter Hammer. Also, allein die Straße hier hoch und die Menge an Lava, die hier runterkam. Guckt euch das mal an hier. Ja, und auch der Blick hier runter, ne? Über die ganze Insel. Also, bei besserem Wetter kann man nicht sagen, aber bessere Sicht. Tja, schön Platz. Hier werden wir auch übernachten. Wolfgang holt uns heute Abend ab zum Essen. Jetzt wird erstmal gefrühstückt und dann gucken wir mal, wie wir in die Gondel kommen. Das ist auf jeden Fall immer noch da oben am Brodeln. Also, werden wir gleich sehen. Die wenigsten von euch werden noch Louis Trenker kennen, ne? Und die Filme. Aber da hieß es immer, wo ist er? Mutter, der Berg ruft mich. Und dich rufen jetzt die Gondeln. Ja, ja. So, Seilbahn plus diese 4x4 Busse. Pro Person 68 Euro. Aber allein die Seilbahn kostet schon 30. Also von daher alles gut. Thank you.
Ja, die warten noch auf ihren Einsatz hier, ne? Die ganzen Pisten raufen, weil viel Schnee liegt hier oben nicht. Ja, die Seilbahn geht jetzt von 2000 auf 2500 Meter. Und ab hier braucht man, wenn man höher will, auf jeden Fall einen Führer. Und die, ja, diese Allradbusse, die gehen jetzt nochmal 250 Höhenmeter weiter. Und dann ist erstmal Schluss bei 2750. Ne? Ja, wir warten auf unseren Bus und dann gucken wir mal. Aber es bewölkt sich da unten im Tal, hatten wir aber gestern auch. Da war auch nur die Spitze des Ätna zu sehen. Tja, da warten wir mal auf den Bus. Ne? So, da bin ich mal gespannt. Richtig was los hier am Berg. Junge, Junge, Völkerwanderung. Und da haben wir gerade Anfang Januar, hier ist gar keine Saison. So, Endstation für den Bus. Da laufen wir mal hinter unserem Fahrer her. Ja, ab hier geht es dann weiter mit Guide. Da oben qualmt's. Tja, ansonsten ist leider im Moment blubbermäßig nichts zu sehen. Na, da kommt noch was. Wir sind noch nicht fertig hier oben. Hatte ich unterschätzt. So, una piccolatura di 30 minuti, also 30 Minuten Short Walk, wie unser Reiseführer sagt. È possibile vederla dalla costa, cioè. In questo caso dalla costa intendo. Tja, da stehen wir jetzt hier oben, ne? Wahnsinn. Ja, er sagt, hinter der Seite hier fließt Lava runter, müsste man aber von Taormina aus nachts sehen können. Ja, im Moment ziemlich aktiv. Er sagte gerade, hier in diesem Tal vor uns war früher, also ganz, ganz früher, der alte Ätna mit knapp 4000 Meter Höhe. Und diese gesamte Flanke hier ist dann irgendwann abgebrochen, hat wohl Catania bedeckt und ist dann runter ins Meer. Und jetzt ist halt hier nur noch dieses riesige Loch. Dann bist du da rechts rüber. Ja, echt super interessant, er sagt gerade hier dieses Feinkörniger, was hier auf dem Boden liegt. Das ist alles das, was der Krater ausspuckt. Ne? Oben in die Luft und dann, was dann natürlich irgendwann wieder runterkommt. Ja, und die großen Brocken hier, das ist dann tatsächlich erkaltete Lava, die zum überwiegenden Teil aus Basalt besteht. Und der auch hier auf Sizilien ziemlich oft benutzt wird. Aber da oben ist mächtig was los. Also die Tour hier lohnt sich auf jeden Fall, wenn man hier Wetter hat wie wir jetzt heute und auch so eine Sicht, sagt er eben auch, die Sicht ist heute einzigartig, da hoch auf den Südkrater und dann macht diese Tour auf jeden Fall. Na, war gut? Oh, Mütze hätte es nicht gebraucht, ne? Du freust dich jetzt auch wieder auf die
Gondel, aber ich glaube, wir trinken erstmal noch was da oben, ne? Gefällt. Die Seilbahn. Da haben wir noch den ganzen Tag Zeit, dadurch, dass ich dich früh aus dem Bett geschmissen habe heute Morgen. Da haben wir ja den halben Tag noch Zeit. Aber das müsst ihr euch ansehen hier oben. Und er sagt auch, wenn man das nächste Mal hier hinkommt. Sieht ja wieder alles ganz anders aus. Ist schon wieder alles ganz anders. Früher, ich glaube, bis vor 2 Jahren waren sie auch noch ein gutes Stück weiter oben mit den Bussen. Das hat dies Jahr nicht mehr geklappt. Und Wahnsinn, ein bisschen wie auf dem Mond. Schnee wegdenkt. Ein Stück Mond haben wir auch mitgenommen. Ja. Also wenn Island, dann damit. Alles andere ist Spielkram. Na, das Ding umgebaut, hätte schon was. Also verglichen mit meinem Kaffee in der Slowakei. An der Lomnitzer Spitze ist das hier ein Schnäppchen, ne, mit 3,50. Also völlig in Ordnung, die Preise. Gibt es keinen Mecker von mir diesmal. Von dir ein Mecker? Nee, hier passt alles zusammen. Also... hier kommen wir nochmal hin. Ja, wie hat Phil Collins früher immer bei den Genesis-Konzerten gesagt? It's Audience Participation Time. Da kann ich mich noch gut rein. Ja. Und dann kam die Nummer mit dem Tambourin. Wir sitzen hier gerade so in der Sonne. Und sinnieren über den weiteren Urlauben dieses Jahr. Ja, wir haben ja vor, oder hatten, haben, nee, es ist noch... Noch war der Plan, Ende Oktober für 3 Wochen nach Griechenland zu fahren. Jetzt sitzen wir hier so und überlegen uns, ob wir vielleicht stattdessen noch eine italienische Insel machen sollen. Ob wir Sardinien machen, 3 Wochen. Und da schreibt uns jetzt einfach mal unten in die Kommentare, was euch mehr interessieren würde. Also nicht, dass uns das irgendwie beeinflusst, aber... Aber es hätte vielleicht... Ich glaube, das wäre eine Alternative. Ja, wir denken drüber nach. Also, und, eure Meinung? Und wir fahren jetzt mal Gondel, ne? Oh ja, ich freue mich. Thank you.
Schon mal gut, dass wir so früh aufgestanden sind, ne? Weil ich fürchte, jetzt ist nicht nur unter uns alles bewölkt, sondern ich würde mal sagen, der Gipfel ist jetzt auch im Nebel. Und das hatte ich im letzten Jahr erst. Nämlich an der Lomnitzer Spitze. Da war auch unten alles super und oben kamen dann die Wolken. Glück muss man auch mal haben. Wenn wir jetzt noch leckeres Essen kriegen heute Abend, ist ja alles gut. Kleines Mittagsschläfchen gemacht. Jetzt kommt auch wieder die Sonne. Gleich kommt der Wolle. Und dann gucken wir mal, was der Tag noch so bringt. Ach, ist das schön hier, Leute. Guck mal. Gerade noch der Vollständigkeit halber, also 12 Euro hier Parkgebühren für Wohnmobile pro Tag. Lauft natürlich jetzt nicht um Mitternacht darüber und löst ein neues Parkticket, zumal das nur über einen Schalter geht. Also werden wir mal gucken, ob wir morgen umparken. So, hier den jungen Mann, den werdet ihr jetzt in den nächsten Tagen häufiger sehen. Ist der Wolle? In den nächsten Tagen? Nee, nächsten Tag. Muss ich dich so lange morgen? Nein, übermorgen geht's weiter nach Taormina. Aber heute Abend und morgen haben wir noch ein bisschen was vor. Wolle, wie lange bist du hier schon auf Sizilien? Dreieinhalb jetzt, gut dreieinhalb Jahre. Tja, aber der Mann verdient sein Geld hier unten, ne? Von daher. Gut, wir verdienen im Moment quasi auch unser Geld hier unten. Aber, ja, schön, dass du dir Zeit nimmst für uns. Ja, klar, immer gerne. Weißt du doch. Müssen wir nur sehen, ob wir den Nebel bis morgen wegkriegen. Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Das hat die letzten zwei Tage funktioniert. Das wird auch morgen funktionieren. Ja, das kriegen wir hin. Ja, Leute, und hier steht was auf dem Parkplatz. Da hätte der Vater noch Spaß dran. Hey, ist das sogar ein JL? Aber der ist nicht blau, wie auf der Fähre. Das ist schon JL, ne? Das ist ein JL, ja. Leck mich am Arsch. Wie geil ist das denn? Ich auch eine Leiter? Oh, wie geil ist das denn? Hey, Leute, hier ein Dachzelt drauf und ich bin unterwegs, ne? So, jetzt sind wir in Nicolosi. Nicolosi. Und jetzt laufen wir mal ein bisschen noch durch das Städtchen. Ja, wir sind schon kaffeesüchtig hier. Jetzt gibt es erstmal Käffchen. Gar nicht. Das ist die eine Seite durch diese extrem offene. So, sitzen wir in einem Irish Pub auf Sizilien. Aber wie viel hast du schon getrunken hier neben mir? Ich? Ja? Noch nichts. Noch nichts, ne? So, und jetzt bahnen wir uns mal den Weg zu unserem Abendessen. Wenn wir da jetzt noch länger gesessen hätten, weiß ich nicht, wie das ausgegangen wäre. Absacker. Ah, schönes Städtchen hier, Nicolosi. Tja, wir brüten über der Speisekarte, die es hier nur als PDF-Dokument gibt. Ja, danke. Aber ich glaube, ich habe was gefunden. Gibt hier noch nicht mal Lambrusco. Die billige Plörre hätte mir wahrscheinlich besser geschmeckt. Aber egal. Also ich muss extra vom Tisch zurückrutschen, um das überhaupt trotz Weitwinkel drauf zu kriegen. So, Mahlzeit. Ja, je nach persönlicher Leistungsfähigkeit hinterlassen wir mehr oder weniger volle Teller. Aber die Portionen waren auch Wahnsinn. Wolle, nichts mehr? Okay. Jo, und wenn ihr mal hier in Nicolosi seid, schaut hier mal rein. Tischreservierung ist empfehlenswert. Aber die Portionen sind... Sagenhaft. Boah, ich habe eben noch einen Fleischspieß gesehen. Da hätte ich direkt nochmal zum Nachtisch greifen können. Ne? Aber unpreislich war das jetzt völlig in Ordnung, oder? Ja. Also wir hatten jetzt für uns 83 Euro mit der Flasche Wein und allem Zip und Zapp. Halbe Flasche Jägermeister. Halbe Flasche Jägermeister noch, also da wollen wir nicht meckern. Ne? Okay. So Mädels, nach einer Flasche Rotwein und einer halben Flasche Jägermeister. Und diversen anderen alkoholischen Getränken. Machen wir für dieses Video Nummer 9 Schluss. Morgen früh geht's mit Video Nummer 10 weiter. Mit einer endgeilen Offroad-Tour hier mit dem Kollegen Wolle. Und ja, bis dahin nehme ich mal die Reste meiner Pizza sie mit. Hat und noch, sie hat noch Reste. Gucken mal. Wir sagen danke fürs Zusehen. Wolle, dir erstmal schon mal danke für den bisherigen schönen Abend. Ja. Hier in, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Nicolosi. Wie der Nicolausi, weißt du? Ja, du bist auch Nicolausi. ich sag nichts mehr. Bis zum nächsten Video. Bis dann, bleib gesund. Tschüss. Ciao.